Was gibt es Leckeres als eine Bratwurst mit einem guten Lustenauer Senf? Vor Live hat Reinhard Bösch in seiner Produktionsstätte über die Schultern geschaut, wie der Lustenauer Senf schlussendlich in die Tube kommt. Also die Körner, die Senfkörner, die werden zuerst gemahlen mittels Stiefmühle. Und das gibt dann ein ganz grobes Mehl. Das wird zusammengemischt mit aller flüssigen Anteilen, mit dem Salz, mit Zucker, mit Gewürz, mit dem Essig. Wobei die Essige aus verschiedenen Essigen zusammengesetzt werden von uns, sehr zusammengemischt. Auch kommt auch Apfelmost drin, zum Beispiel, wo wir Most haben jedes Jahr. Das gibt dann eine sogenannte Senfmesche. Die Senfmesche wird dann nochmal mittels einer Korundscheibenmühle nochmal gemahlen. Das kann man je nach Gusto, kann man das fein machen oder auch grob, wie zum Beispiel mit dem Bauernsenf. Anschließend an dem Mahlvorgang wird der Senf noch ca. 8 Stunden ganz langsam gerührt, dass kein Lufteinschluss bei dem ist und dass er ganz glatt wird. Und anschließend an den Rührvorgang wird er noch ca. 3 Tage gelagert zum Reifen und dann kann man abfüllen. Dann wird entweder in Tuben oder in Kübel oder in Gläser abgefüllt. Herr Bösch, wie lange gibt es denn den Lustenauer Senf in Vorarlberg schon? Ja, es gibt das seit 1911. Unser Großvater hat die Fabrik gekauft, 1911, die hat das schon gegeben. Und wir haben es vom Vater übernommen und so wie es auslagert, waren unsere Söhne auch weiter. Also wir werden in 3 Jahren 100 Jahre alt. Wir produzieren ca. 300 Tonnen im Jahr Senf, und zwar 13 verschiedene Sorten. Und da machen wir ein schwarzes Gold, das ist der Senf mit Holzkohle. Der ist also ganz schwarz und ist eine ganz besondere Spezialität. Kann man sogar jetzt in einem Nachtisch nähen. Und für alle, die jetzt Lust auf einen guten Lustenauer Senf bekommen haben, hat Reinhard Bösch einen guten Tipp. Können wir eigentlich nur sagen, süß, kau, galoga.